Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine interessante Debatte. Ja, ich habe das Gefühl, wir haben eine empfindliche Stelle getroffen und inzwischen haben ja die Medien schon sehr viel über das Thema berichtet. Und auch empfindlich deshalb, weil bei den Preisen der Energiewende, Energiepolitik, wird sehr viel die Unwahrheit gesagt und es wird auch geheuchelt. Und wenn es dann um die Kostenrechnung geht, dann machen Sie Stimmung. Dann machen Sie Stimmung, denn es geht Ihnen darum, regenerative Energien zurückzudrängen. Stichwort Herr Kauch, unkoordinierter Ausbau. Stellen Sie sich vor, jetzt bauen die einfach unkoordiniert regenerative Energien. Frechheit. So, und Herr Rösler und Herr Altmaier, was übersehen die geflissentlich? Und das muss man den Wählerinnen und Wählern sagen. Was sind denn die Kosten von Kohle und Atomstrom? Da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen und dann reden wir halt über 1 Euro pro Kilowattstunde und die Wählerinnen und Wähler sind nicht so dumm, wie sie glauben. Ja, und es geht natürlich um Umverteilung, das ist richtig, das haben Sie richtig erkannt, dass uns den Linken es um Umverteilung geht, nämlich um Umverteilung der Energiekosten. Und da kann es eben nicht sein, dass immer mehr ausgenommen wird, Otto Normalverbraucher und der Mittelstand. Der muss das dann alles bezahlen, das wird denen übergeholfen und die sollen mal schauen, wie sie damit zurechtkommen. Ja, und es gibt dann immer das Argument Wettbewerbsprobleme, haben wir ja gehört, rauf und runter. Und ob die tatsächlich existieren oder herbeifantasiert wird, darüber reden wir nicht. Wir müssten in die Debatte gehen, aber die Lobby der Firmen, und die kennen wir ja alle, die viel verbrauchen, die schafft es einfach immer wieder, Gesetze zu beeinflussen, dass sie sauber rauskommen, manchmal sogar mit einem leistungslosen Gewinn. Und die privaten Verbraucherinnen, die bezahlen das eben. Und wir halten das für unsozial und auch für wirtschaftsfeindlich. Und ich sage Ihnen jetzt, ich war letzten Samstag beim Technischen Hilfswerk, bei der Helferorganisation in Bayern. Und da waren 3 CSU-Abgeordnete da, einer sitzt hier, und die haben sich auch über die Stromkosten beschwert. Die haben sich beschwert, weil sie immer mehr bezahlen müssen. Und sie haben uns gebeten, den Haushalt für das THW zu erhöhen, weil sie die Energiekosten nicht mehr bezahlen können. Also so läuft eins ins andere. So, und jetzt nochmal zu unserem Antrag. Also es geht um die Privilegien beim EEG, bei Energie- und Stromsteuer. Die soll ja jetzt die Ökosteuer noch mal bis 2022 verlängert werden. Im zweistelligen Milliardenbereich werden auch hier Unternehmen entlastet. Das ist jetzt neu, das wird demnächst erst beschlossen. Es geht um Netzentgelte und so weiter. Und in der Summe macht das 9 Milliarden Euro aus im Jahr. Und der größte Teil davon, den würden wir anders verwenden, zur Abfederung der Energiewende. Und nicht nur im privaten Bereich, sondern auch in der Begleitung von Strukturbrüchen, also Umschulung, Weiterbildung, Umzugsfinanzierung oder auch gut abgesicherter Vorruhestand, heute bei der Debatte um die Rente. Und ich meine auch, das sind wir den Kohlekumpels auch schuldig und vielen anderen. Das sind wir ihnen wirklich schuldig. Da geht es nämlich um Lebensleistung. Denn es werden zum Teil Arbeitsplätze vor Ort verloren gehen, ob mit oder ohne diese Privilegierung. Und wir müssen in neue Zukunftsbranchen investieren. Das ist dringend wichtig. Und nochmal. Es geht uns nicht darum, energieintensive Unternehmen niederzumachen. Das ist eine Lüge, die verbreitet wird. Es wurden die Gewerkschaften angesprochen. Da mischen auch Kollegen von Grünen und SPD mit, die mir geschrieben haben, die müssten es eigentlich besser wissen, denn ihre Kollegen wissen es besser. Also es geht uns darum, wirklich hier auch zu unterstützen, zu gucken, wer steht wirklich im Wettbewerb. Und ich meine, hier können wir gemeinsam mit den kleinen Firmen kämpfen, die die steigenden Energiepreise eben zum Teil nicht überleben werden. Wir kämpfen um Menschen mit niedrigen Einkommen. Das ist nicht die FDP, das sind wir. Und wir wollen eine lebenswerte Zukunft und zukünftige Arbeitsplätze. Und noch zu
Und noch zu einer Information. Ich bin von Beruf Schlosserin. Ich habe das gelernt. Ich war bis zu meiner Wahl im Bundestag als Schlosserin tätig, 8 Jahre im Bundestag und dann wieder 3 Jahre an der Basis gearbeitet. Ich kenne die Kolleginnen und Kollegen. Ich habe den Job gemacht. Ich besuche meine Kolleginnen und Kollegen auch. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich schon meine Schaufel in der Hand gehabt, wie Polt, der Kabarettist, das auch sagen würde. Das Wort hat nun Oliver Kricher für die